Vielen Dank, Martin, für deine wirklich sehr interessanten Punkte und auch wichtigen Punkte. Nun möchte ich das Ganze etwas darstellen, was Hersteller bereits jetzt tun können aus Projektsicht. Das erste wäre mal, dass die Label entsprechend UDI-konform wären. Das heißt, an der Stelle muss man die Konformität der bereits existierenden oder zukünftigen Labels überprüfen und auch Optimierungspotenziale nutzen, so aus, dass diese Labels nicht nur für den europäischen Markt, sondern auch für andere Märkte bereits optimiert sind. Dazu gehört natürlich die Neugestaltung, Optimierung. Barcode-Anforderungen beachten, an der Stelle natürlich spezielle Augenmerk auf Data Matrix, ob auch die Software das Ganze unterstützt, beziehungsweise auch die Hardware an der Stelle, weil das GS1 Data Matrix beispielsweise ist ein sehr spezielles Format und kann nicht von jeder Software generiert werden. Europäische Labels sind nicht ganz identisch von den Anforderungen her wie die Labelanforderungen der FDA. An der Stelle möchte ich noch anmerken, dass in der Europäischen Kommission die Labelanforderungen folgendes sind. Speziell jetzt der Unterschied zur FDA wären jetzt Herstelldatum und das Verfallsdatum. Das heißt, entweder haben Sie ein Produkt, das ein Herstelldatum hat, weil es ein reusable, also ein wiederverwendbares Produkt ist, oder Sie haben ein Verfallsdatum, weil es ein Produkt ist, das irgendwann nicht mehr benutzt werden kann. Und so sollte ebenfalls entweder ein Herstelldatum oder ein Verfallsdatum auf dem Etikett angebracht werden. Bei der FDA sieht es anders aus. Da kann es sein, dass Sie ein Produkt haben, das weder noch hat. Berücksichtigen Sie natürlich dann gewisse Labelanforderungen, bedeutet Single Point of Truth. Das heißt an der Stelle, dass Sie wirklich nicht aus verschiedenen Datenquellen Daten haben, die in beiden Datenquellen existieren und Sie diese immer synchron halten müssen. Das kann natürlich zu Fehlern führen an der Stelle. Zudem kommt noch ein wichtiger Punkt, Hardware. Beschaffen Sie Ihre Hardware rechtzeitig, dass diese auch der Qualität entspricht, beziehungsweise auch DPM, Direct Part Marking, ist eine sehr langwierige Geschichte, quasi da die Laser optimal einzustellen, so dass das Produkt auch nicht beschädigt wird bei der Direktmarkierung. Die Projektplanung ist auch ein ganz essentieller Punkt an der Stelle. Planen Sie rechtzeitig das Projekt ein, planen Sie entsprechend auch die Projektkosten ein, die werden definitiv auf Sie zukommen und so, wenn Sie natürlich den Umfang genauer kennen und bestimmen können, wird es auch später einfacher im Projekt sein. Binden Sie frühzeitig Ihre Zulieferer ein. Das sind beispielsweise Hardwarehersteller, das sind Ihre Partner, mit denen Sie zusammenarbeiten, das sind Dienstleister, die Daten übertragen, die Software anbieten und so weiter. Zudem sollten Sie auch schauen, dass Ihre Validierungsdokumente auf dem neuesten Stand sind. Überarbeiten Sie Ihre Templates nach Möglichkeit so auch, dass es ein Audit problemlos übersteht. Das Projektteam sollte auch ebenfalls frühzeitig zusammengestellt werden. Dazu gehören natürlich die ganzen verantwortlichen Personen wie Projektleiter, Regulatory Affairs, Qualitätsmanager, entsprechende Entwickler, Programmierer, Personen aus dem Materialstamm, die auch die Materialien oder Produkte auch sehr gut kennen. Zudem kommen auch weitere Informationen, UDI-Daten und klinische Studien. Dazu sollten Sie natürlich auch die Datenquellen bestimmen und auch das Mengengerüst. Das heißt, wie viele Produkte sind relevant für den europäischen Markt? Das sollten Sie bereits im Vorfeld bestimmen, sodass Sie später auch eine bessere Aussage machen können. Die Produktklassifizierung sollten natürlich vorab passieren, sodass Sie natürlich in der Lage sind, in dem Moment auch das Mengengerüst genau zu bestimmen. Das heißt, bringen Sie Ihre Stammdaten
auf den neuesten Stand, aktualisieren Sie Daten, löschen Sie Daten, die Sie nicht mehr brauchen oder Produkte, die vielleicht doppelt angelegt oder falsch angelegt worden sind und schauen, dass Sie einen super sauberen Datenzustand haben. Wir möchten unsere Bestandskunden und auch Kunden, die wir in Zukunft haben werden, bestmöglich unterstützen mit unseren Tools und bereits vorgefertigten Excel-Tabellen, die bereits genau die Informationen, die relevant sind, abdecken, sodass Sie im Vorfeld schon die Daten vorbereiten können. Zudem haben wir in der Vergangenheit sehr viele Projekt-Templates erzeugt, die wir dann auch bei unseren Projekten unsere Kunden bestmöglich unterstützen können. Das fängt bei Anlage von User Requirements an, bis hin zum Functional Specification, TestScript, Validierung und noch vieles mehr. So, wir sind nun am Ende unserer Präsentation angelangt. Wir möchten diese Frage und Antwort nicht interaktiv machen. Die Idee dahinter ist, dass Sie uns bis zum 12.04., das heißt bis Ende dieser Woche, Ihre Fragen an udi@europe-it-consulting.ch zusenden. Wir werden versuchen, alle Fragen zu beantworten und Ihnen anschließend dann die Unterlagen, das heißt die Fragen und die Antworten, inklusive der Präsentation plus den Link zum Video dann zusenden. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Sie sind herzlich eingeladen, auch Kommentare bzw. uns ein Feedback zu geben. Ich hoffe, das hat Ihnen alles gut gefallen. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag.